Freunde, damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen nach meiner langen, langen Sommerpause zurück in meinem Kanal und zu einem kleinen neuen Let's Test von Through the Woods. Es ist eine Alpha-Demo. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe das noch nie gespielt und ich weiß nur von den Screenshots her, dass es im Wald stattfindet. Ja, Freunde, und dann, bevor wir hier lange rumdiskutieren, wir starten das Ganze doch mal und los geht's. Until I saw him with Philip, before he took him from me. Just for the record, you saw old Eric kidnap your son? Yes. Since there weren't any other light sources on the island, my eyes adjusted to the dark quite quickly. On the other hand, I could only spot the reflectors with a flashlight. Flashlight. Mausklick. Okay. Yeah, for some reason he likes collecting them. Okay, also es wurde jemand gekidnappt. Old Eric, oder wie ich das da entziffern konnte. Und ja, da vorne. Sie hat auch gesagt, es wurden immer Reflectors gesammelt. Also Lichter. So wie da. Wir laufen einen Schritt schneller. Okay. Sie nimmt es also nicht mit. Also es ist ein Horrorspiel, wie es dem... When I saw the second one, I knew it was him. He was leaving the reflectors behind, so I could follow him. Okay, es ist ein Horrorspiel, was im Wald stattfindet und wir sind auf der Suche nach Old Eric. Ja, die ist nur am Meckern, die Frau. Entschuldige. Ich wollte nur mal gucken. Tell me about the forest. It's hard to put into words, really. It wasn't just the forest, but the darkness on the island itself. It felt thicker, almost alive. I was a threat to it, and I didn't belong there. Okay, da ist der dritte Reflektor. Das sind wir hier schon mal richtig, okay. Gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht kommt ja irgendwann mal die Vollversion, da ist der vierte. Ich habe aber keine Ahnung, was hier das Ziel ist. Ob wir jetzt einfach nur die Reflektoren finden müssen oder... Ob es doch ein Geheimnis gibt in diesem Wald. Ja, meine Hunde spazieren dauernd um den Stuhl herum, also nicht wundern, wenn es mal ein bisschen kurz scheppert. Throughout our previous conversations, Karen, I couldn't help noticing that you hardly speak about your son's father. Why is that? I've told you everything that's worth mentioning about him. He just calls to check up on us every now and then, whenever he's sober enough. When did he last try to contact you? He actually stopped by for Christmas last year. He had a gift for my son, this bright orange bubble jacket. I thought it was hideous. About a week or so later, I bought my son this new, really cool winter coat. I thought he would love it, but he will not, for the love of God, stop wearing his stupid bubble jacket. Ihr habt das gerade auch gehört, oder? Hinter mir oder links neben mir. War gerade so ein Knacken im Busch. Okay, wir gehen einfach weiter. Aber es ist zwischendurch immer ein bisschen am Rumstocken, aber
Es liegt natürlich sicher nur an der Alpha-Version, also beim Rechner kann es nicht liegen. Es liegt sicher an der Alpha-Version. Also es ist ja nur eine Demo. Also eine Vollversion ist es nicht. Deshalb werden wir einfach mal probieren, dass wir hier halbwegs durchkommen. Okay, hier ist wieder einer. Okay, so. Schauen wir mal, wo der nächste ist. Since these stones appear so often on the island, I think they're a good reference point to go back to if I get something wrong in my story. Aha. Nein. Ist ja fast wie bei Blair Witch Project, einfach mitten im Wald so ein paar Holzmauern, also Steinmauern gefunden. Oh, eine Hütte. Philip. Soll ich neugierig sein und schauen, was in der Hütte ist? Ich bin neugierig, ich muss da schauen, ob es da irgendwie reingeht. Abgeschlossen. Wer ist die singende Frau? Hier ging es doch nur um einen Old Eric und einen Philip. Da steht ein kleiner Mistwagen. Mit Ersatzreifen. Da drüben ist noch ein Reflektor. Auch abgeschlossen. So. Jetzt kommen wir der Sache schon langsam näher. Jetzt geht es natürlich in den Kragen, weil jetzt kommen wir hier in so eine Hütte rein. So, da ist auch noch eine Tür. Auch zu. Okay. So, jetzt musste ich kurz den Hund rausschicken. Aber natürlich kommt er wieder. Natürlich. Einen Moment. So, Fenster zugemacht, damit die anderen Hunde nicht bellen. So, da ist der nächste. Ein kleiner Garten. Ach, wie niedlich. Was ist das denn? Kann ich damit was anfangen? Nee. Natürlich nicht. Aber die Dinger liegen hier überall rum. Da liegt auch noch so ein Teil. Okay, ich brauche das nächste. Ich brauche den nächsten Reflektor, aber wo ist er? Oh, ich dachte gerade, da sitzt ein Kind. Gott, ey, habe ich mich jetzt erschrocken. Da vorne ist der Reflektor, oder? Ja, da vorne. Gehen wir da gleich mal hin.
Philip? Okay, der Reflektor. Alter! Schreck mich doch nicht so. Mensch. Was ist das? Bin ich Rotkäppchen, da draußen läuft der böse Wolf? Okay, das ist sie also. Okay. Okay, hier komme ich nicht drüber. Kann ich springen? Ja, ich kann nicht springen. Okay. Dann müssen wir also mal da lang laufen. Ich denke immer, hier liegen Leute. Stand der Wagen gerade schon hier? Ich weiß es nämlich nicht. Wir gehen einfach mal weiter, wir müssen den nächsten Reflektor finden. Oh. Oh. Keine Ahnung, was das heißt. Wir laufen einfach mal weiter. Hier hat einer Schmerzen. Zahnarzt Doktor tot. Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war, Leute. Do you want to start over again? Press any key to try again. Sure. Okay. Okay, wir probieren es noch einmal. Rennen wir mal ein bisschen schneller. Muss ich hier oben lang? Ne, da geht's nicht, also muss ich da lang. Ich schleiche mich irgendwann vorbei, vielleicht klappt ja.
Klinge fest. Hilfe, wo geht's hier lang? Da geht's nirgends lang. Da ging's nirgends lang, Hilfe! Ja, wir probieren's nochmal. Sure. Nochmal probieren. Okay. Es muss noch was anderes geben. Aber was tun bei diesem... Was ist das für ein Stein? Was versteht er überhaupt? Was, ist das ein Mensch, der einen anderen auf der Hand hat? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist das Vieh, ja, aber... Oh, oh. Ich laufe einfach woanders hin. In die Höhle, in die Höhle. A troll. I know what it sounds like, but I'm not sure what else it could have been. Whatever it was, I escaped from it. I didn't really have a choice. I had to find another way out of the cave. Okay, der war hinüber. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Gut, wir haben schon mal den Weg weitergefunden. So, ich schätze da lang. Ja, genau. Schätze ich mal. Aber was das für ein Vieh war, keine Ahnung. Das war sicher. Da liegt eine Puppe. Schon gruselig. How would you describe what you saw in the cave? It was horrifying. Filled with toys and clothes left behind by children. Children taken away from their homes, away from their parents, by him. This was a tomb of their last memories. Okay, also sie, jetzt habe ich schon mal rausgefunden, dass sie mit dem Doktor telefoniert und ihr die ganze Geschichte, ihm die ganze Geschichte erzählt hat und wie die jetzt halt nochmal durchgehen und alles, was passiert, erzählt sie ihm gerade. Diese ganzen Klamotten und die Sachen. Weil er gefragt hat, was haben, wie könnten sie beschreiben, was sie dann in der Höhle gesehen haben. Ja, und überfüllt mit Klamotten und Spielzeug von der Kinder, von den Kindern, die von den Eltern weggenommen wurden, von ihm. Aber wer ist er? Warum ist der Ausgang? Wer ist er? No. Da ist die gelbe Jacke. You found your son's jacket in there. Tell me, how did that make you feel? I felt was fury. I became obsessed with hurting him. I wanted to tear him apart. I wanted to kill old Eric. Okay.
Freunde, das war Through the Woods, die Demo. Ein kleiner Alpha-Test von mir für euch. Wenn es euch gefallen hat, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Und dann sehen wir uns ganz sicher beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.